In 2 Tagen lässt der 15. Nike-Schmeckmarkt in Reutlingen wieder das Herz aller Schwaben höher schlagen. Die insgesamt 129 Stände bieten eine große Auswahl an Kunsthandwerk und regional hergestellten Lebensmitteln wie Marmeladen, Nudeln und Schnäpsen. Doch auch einige Neuerungen sind geplant. Dieses Jahr steht der Regionalmarkt Nike-Schmeckt im Zeichen der problematischen Welternährungssituation. 10 Milliarden Menschen sind am Horizont und die müssen irgendwie ernährt werden. Und da gibt es pfiffige Leute, die auch nach verschiedenen Ernährungsmethoden suchen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal jemanden auf dem Nike Schmeckt, der Nudeln anbietet, die aus Insektenmehl gemacht sind. Auch das Thema Umwelt spielt eine große Rolle. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, gedankenloser Konsum sowie die großen Mengen an Plastikmüll führen weltweit zu Klimakatastrophen, auch in Deutschland. Besucher des Nike-Schmeckmarkts können sich deshalb an Informationsständen über umweltfreundliche Alternativen beraten lassen. Ob das jetzt in der Mobilität ist, also Teilauto, Naldo, DRSV mit dem neuen Buskonzept, oder ob das um Häuser Sanierung, um energetische Sanierung geht. Es gibt von der Fair Energie und von der Klimaschutzagentur viele Beratungsangebote. Wer nun Lust bekommen hat, dem Regionalmarkt einen Besuch abzustatten, kann am Sonntag für 3 Euro in den Reutlinger Stadtgarten und zur Planie kommen. Um 10 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst im Stadtgarten und von 11 bis 19 Uhr können alle Marktliebhaber altbekannte und neu entdeckte regionale Waren erstehen und nach Herzenslust einkaufen.